Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineers von Keen Software House. Ja, zu einer chilligen Füllrunde. Naja gut, auf der einen Seite lass uns ausmalen und auf der anderen Seite, ihr habt es ja bestimmt in den Kommentaren schon mitbekommen, es kommt das Update und Freitag, wenn diese Folge läuft, also für euch heute, nehme ich dann schon wieder nach dem Update die Folgen auf. Das Update müsste am Donnerstag durch sein. Und naja, ich versuche dann so schnell wie möglich wieder auf diesem Stand hier zu sein, aber auch nicht alles vorzubereiten. Wir werden bestimmt dann auch ein neues Gelände haben. Also wir fangen an und dann bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Aber damit ihr Freitag auch noch was zu schauen habt, werden wir hier noch ein bisschen rumbasteln. Wir bauen die mal fertig. Dann bauen wir die mal fertig. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier überhaupt brauchen. Heißt, wir bauen auch mal die anderen alle noch fertig. Sind die Motoren fertig? Produktion, Inventar. Kann ich die nicht einfach so rüberholen? Ne, klar. Man muss nur wollen, genau. Bei Kindern ist das auch was anderes, ne? Kinder mit Willen kriegen was auf die Brillen. Ich will, ja, ja. Kannst ja gerne mal versuchen, da. So. Ja, kriegen meine auch zusammen, genau. Bei denen hilft das sogar noch. Da reicht sogar der böse Blick. Haha, noch. Jo. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen 9, die Düsen, die kleinen für Jas. Wieso nicht? Ich benötige Stahlblätter, jawohl. Ist ja nicht so, dass wir das Inventar sowieso schon voll haben. Achso, wir haben ja nur Motoren drin. Herstellungskomponenten. Kannst du mir auch gleich mal 100 geben. Und was brauchen wir noch? Steuerrohr groß. So, so viel wie du tragen kannst. Genau, 3 Stück. Fetzt. Ne, da können wir hier vorne schon die Bremsdinger einbauen. Was? Wieso nicht? Hä? Aber eben ging es doch noch. Da. Vorne dürfen sie nicht rein? Wieso nicht? Hä? Gut, dann kommen die 4 Bremsmodule hier unten drunter. 5, 6. Steht ihr raus? Ja, hier steht eins raus. Seltsam. Aber lassen wir uns nicht ärgern. 1. Ach, hier drunter geht es dann bestimmt nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawohl. Die restlichen können wir ja irgendwo drauf putzeln. Ja, mecker ruhig mit mir. Irgendwas fehlt schon. Genau. Anna und Signal ignorieren wir jetzt auch. Okay, mal ja nichts, ne? Genau. So, jetzt müssen wir kurz was nachgucken. Aber wir bauen die hier noch fertig. Wir wollen ja hier wenigstens mal einen kurzen Testflug machen. Abheben müssen wir auf jeden Fall. So. Wegen Klang brauchen wir uns dann auch keine Sorgen machen. Genau. Danke CV, dass du mich nochmal gewarnt hast, aber da wir dann sowieso neu anfangen, macht es keinen Unterschied groß. Dürfte es keinen großen Unterschied machen. Ich hoffe mal, ich übernehme den Klang nicht. Klang deswegen, weil einfach mein eines Fahrzeug Verschwindibus ist. So, da haben wir die Auto mal wieder ein bisschen fertig gebrutzelt. Wir brauchen Motoren und Metallgerüste. Ich das jetzt so richtig gesehen habe. Schmeißen wir das raus. Motoren hat man hier drüben. Und Metallgerüste haben wir hier. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Oh, fertig. Die hat man ja erst später angefangen. Oh, fertig. Jawohl. Und fertig. Jawohl. Und fertig. Jawohl. Und den auch nochmal fertig. Front nicht. Wir brauchen Motoren. Da können wir gleich welche holen. Dass das hier so weitergeht. Schniegel.
Kriegen wir hinten auch noch ein paar fertig. Schön. Jawohl. Oh. Fein. Sehr fein. Noch besser. Jawohl, da sind die Motoren auch drin. Jo, wir haben Gas. Wir haben Bremse. Wir haben hoch. Wir haben zwei, die runterregeln, sind ein bisschen wenig. Naja, aber wie? Können wir nicht? Nee. Wir können doch bestimmt hier nochmal davor hämmern, wa? Stahlrohr groß. Die Komponenten. Stahlplatten meine ich. Stahlrohr groß auch. Jawohl. Nee, nicht die großen. Nicht schon wieder. Jetzt machen wir mal die drüben auch gleich dran. So, fein. Oh, können wir fertig bauen. Schnieke. Hoch, runter. Gasbremse. Wir brauchen rechts, links. Wop. Ort gefunden. Fetzt. 9. 2, 3, 4. Nee. Ja. So, ja. Kriegst du die noch einen raus? Nee, ne? Mist. Naja, hier wollte ich sie nicht gerade haben. Ah, 1, 2, 3. Und Ewe? Nö, 3. So weit nicht. Mann. Springen kannst du nicht, Nulpe. Hm. Da gebe ich aber ein Damage auf die. Das kann ich nicht machen. Gebe ich den Damage dorthin? Können wir ja wenigstens mal probieren. 9. Denn. Hä? Wo habe ich denn die jetzt drauf gebaut? Okay. Mach mal X wieder aus, bitte. Danke. Denn die wollte ich da drauf legen. Genau. So, und dementsprechend. Wie habe ich denn das dort gemacht? So. Du kannst mich aber heute auch echt nicht leiden, du. So. Ich guck zwar auf die untere, aber das scheint dich gar nicht zu interessieren, ne? Map, 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 map. Sie benötigen Herstellungskomponenten, die werden wir wohl schnell klöppeln müssen. Produktion. Bau mal. Inventar nicht leer. Hm? Genau. Ach, die waren ja so leicht, ne? Aber Motoren haben wir auch nicht mehr, da können wir die auch gleich dran klippeln. So, rundrum waren wir fertig. Das war wirklich nur noch das. Oh, komme ich jetzt unten hin? Jawohl. Stahlrohr groß und Motoren. Was fehlt unten? Nur Stahlrohr groß. Dürften wir? Da haben voll. Ja, voll. Da können wir die schon mal überall dran schmieden. Map. Jo, machen wir alles. Jawohl, fertig. Aber hier sind die Stahlrohre dann wenigstens gleich drin. Ach, dieses Hupfe hier. Das war's richtig. Da sind die Stahlrohre drin. Ja, die Klappe, ich bin beim Bauen da. Das brauchen wir nicht mehr. Da brauchen wir das. Und Motoren. Haben wir keine. Schon wieder keine Motoren mehr? Bau. Los. Ich fülle mal schnell Energie auf. Bevor Mädel hier noch zusammenbricht. Die die Nachrichten gibt, meine ich. Vor Wut und sonst wo reinbeißt. Gib her.
Dann gucken wir mal, ob wir hier noch was hinkriegen. So. Was? Metallgerüst. Ich habe doch vorhin dabei gehabt. Metallgerüst. Hä? Gib so viele Metallgerüste, wie du kannst. Nicht, dass der mich hier veräppelt. Wop. Erfolgreich veräppelt übrigens. Erfolgreich veräppelt übrigens. Jawohl. Ich klatsch da rein, wenn du nicht mitmachst, Junge. So. Und auf einmal geht's, ne? Nein, Gewalt ist keine Lösung. Das stimmt. So, was brauchst du noch? Nur noch Motoren, nur noch Motoren. An dem Stand waren wir schon mal, dachte ich. Mist. Ja. Menno. Das, das. Du brauchst immer noch. Fetzt. So, hier drüben waren wir fertig. Da waren wir fertig. Bis auf die zwei großen. Die lassen wir so, wie sie sind. So. Ja, das war's eigentlich, ne? Wir haben hoch, wir haben runter, wir haben rechts, wir haben links, wir haben Gas, wir haben Bremse. Könnte sein, dass wir da noch ein bisschen mehr brauchen, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wilde. Setzen wir uns mal rein. I. Kontrollfeld. Bohrer brauchen wir nicht zusammen. Erdsensor geht auf maximale Reichweite. Fahrwerk brauchen wir nicht. Gyroskope sind alle ein. Large Atmospheric. Die kommen mit dazu. Von. Bis. Steuerungstaste. Die beiden mit dazu sind die Atmo. Speichern. Die sind ein. Die machen wir erstmal aus. Die Batterien. Kontrollfeld. Könnte man auch zusammenklemmen. Dann kann man die Batterien ausschalten. Das ganze Schiff geht aus. Batterie. Dann brauchst du nicht Y drücken. Es geht nur darum. G. Da, 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 da. Alle Blöcke. Block Tools. Bohrer. Auf die 2. Damit du mit der linken oder der rechten Maustaste bohren kannst. Du kannst die auch als Gruppen zusammenfassen. Dann kannst du aber nur ein- und ausschalten. Dort sind die Atmos. Ein aus. Im Moment sind sie aus. Das sind die Batterien. Obwohl man die dann immer einlassen kann, wenn man schon die Batterien ausschaltet, gehen die automatisch auch mit aus. Das ist richtig. Fahrwerk könnte man anbringen. Ich sag mal, pauschal. Nein, nicht C. Genau, C, nicht X. Man könnte ja hier noch einen Kolben drunter setzen mit so einem Fahrwerk. Und den dann ausfahren lassen. Ausfahren lassen, unten andocken. Wenn du weg willst, einfahren. Also, abdocken, einfahren, abdocken, abheben, einfahren, genau. Dann kannst du damit auch bohren. Wir wollten ja mit dem hier sowieso nur auf den Bohrern landen. Natürlich, ich Schwachkopfpapier schön zugebaut. Und hier sollte ja der Verbinder dran. Ach Mann, ey. Müssen wir nochmal abmachen. Kriege ich die Materialien hinweg? Jawohl. Die können wir die oben drauf setzen. 9. So um. 1, 2, 1. Machen wir fertig. Jawohl, dankeschön, machen wir aus. Ja. Ja, die Folge muss ja auch voll werden, ne? Ja, Schwachkopf wieder, jawohl. So. Da. 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 Und. Ja. Schwierig, denn wir bräuchten jetzt einen Verbinder. Da drauf. Mach mal. Ach, den hatten wir noch draußen liegen. Schön. Und.
So rum. Und mit dem müssten wir hier irgendwo landen. Wahlweise hier hinten. Dass ich den damit verbinden kann. Und hier so reindüst. Könnte ich aber auch hier hinten verbinden. Ich glaube, zum ersten Landen bräuchte man richtig Platz, wa? Zeig mal, wenn du den drehst. Jawohl. So hoch. Du kommst dann so ein. Das heißt, du würdest stehen. Mindestens einen halben Block. Du verbrauchst dabei auch ganz schön Energie, ne? Wir können den dann nicht abstellen. Außer, ich baue den noch unten rein. Dass ich sage, wir nehmen hier einen raus. Und setzen den als Verbinder rein. Er ist aber nicht hoch hier noch. Na, das ist ja... Da ist er ja komplett unten. Das ist mir aber zu tief, wenn der aufsitzt, weißt du? Gut, Warntest wert. Den müssen wir die 5 wieder reinsetzen. Gibt es nicht halbe Blöcke? Und da ein Verbinder drauf? Ah, komm. Erstmal achte drauf da. Warte mal. Hab ich jetzt überhaupt richtig rumgebaut? Ja, passt. Wir brauchen Stahlplatten. Du brauchst bestimmt auch Stahlplatten. Jawohl. Knack voll das Ding. Nimm mal die raus. Fertigungskomponenten, Herstellungskomponenten. Jawohl. Bäm, 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 bäm. Stahlrohr klein. Was brauchst du? Auch Stahlrohr klein. Krass. Stahlplatten reichen nicht. Was? Ich hau dir. Das kann gar nicht sein. Ach ja, ja, wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Steuerrohr klein. Bam, 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 bam. 6 Computer. Hier gibst du mir gleich mal genau volle Dröhnung. So, den haben wir fertig. Der muss rot sein, weil der nicht verbunden ist. Wenn ich hier eine Reihe... Nein, nicht. Aufstelle. Die sind nur... Genau. Aber man könnte halbe Blöcke hier hinlegen. Damit er ein bisschen Stand hat. Könnte klappen. Wie weit seid ihr hier auseinander, wenn ich das so sehe? Am Verbinder. Ja, da kann ich gleich an den Verbinder dranlegen. Das ist verdammt enge. Was? Wieso hast du schon wieder gedreht? Ach, ich habe kein T gedrückt, ne? Menu. Jawohl, hast du recht. 5. Mip, mip, mip. Und dann T drücken. Mip, mip, mip. T drücken. Jetzt müsste er sich's merken. Und bap, bap. Und Bebeli, Bebeli, Beb, Beb, Beb. Schweißen wir die gleich mal fertig. Lass mich raten, Stahlplatten fehlen. Dun, 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 dun. Raus hier, rein hier. Ah, nein, immer gegen den Nischel. Ja, schwach gepasster verdient, genau, hast recht. Ja, da mal hier mal ein kleines Podest. Rams die Bams. So, Verbinder müssen wir noch einstellen. F. Raus hier. G. Verbinder.
Block umschalten. Ein, aus. B. Da war doch irgendwas mit Sperrschalter. Ach hier, Sperrschalter. Genau. Entry Gate. V. Soweit? Alles in Ordnung, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange der Strom hält für den. Y? Y? Ja, Y sollte ich ja gerade nicht. Für 2 Tage. Achso, die sind ja noch aus. Ui, es fliegt schon! Es fliegt schon! Oh, der macht ja richtig Dunst. Es fliegt schon! Minhu! Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass die 2 Düsen schon reichen. Für 18 Minuten, wenn ich so weiter Gas gebe. Warte mal. Das kommt. Das sieht gut aus. Oh, angezutscht. Ja, ich habe die Stärke nicht geregelt. Und 8. Wir sind dran. Wir können. Nein, nein. Rein, bitte. Kann ich nicht. Jawohl, weil ich angedockt bin. Mann, ich streite der Worte Schienbeine. Wenn du welche hättest. Wenn ich jetzt die Fahrwerke ausmache. Geht. Fein. Ich darf nur nicht die Batterien ausmachen. Denn ich möchte jetzt mal reingucken. Kontrollfeld. Jetzt müsste ja die ganze Basis extrem zutschen. Was sagen meine Batterien? Wie lange brauchen die? Völlig aufgeladen in 29 Minuten. Das wäre natürlich richtig geil. Und wenn man jetzt, und das war jetzt mein Hintergrund, warum ich das hier sowieso machen wollte. Also das reicht von der Kraft, dass der in der Luft... Wieso habt ihr mir das nicht gesagt? Jo, Schweinebacken, ich hau euch. Ich schüttel euch. Ich mach gleich den Bildschirm dunkel. Also wenn du den hier stärker einstellst, kannst du auch die Antriebe ausmachen und der hält in der Luft. Ah, nice. So, die bräuchten wir nur, wenn wir zu schwer wären. Was ich ja nicht weiß. Denn wir können den jetzt so nicht ausprobieren. F? Ja, F aus. Ich komme immer mit durcheinander mit T und E und F und K und W. Mami. Genau. Es fliegt, es würde dann dementsprechend auch bohren und es wird jetzt gerade aufgeladen. Oh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich hier unten einen Verbinder dran setzen könnte. Losdüsen könnte, weißt du? Machst du einfach hier unten auf. Ja, könnte ich nicht. Wenn ich den Verbinder wegmache, plumpst der aus dem Himmel. Beziehungsweise wenn ich den hier wegmache. Der steht doch nicht hier an den Dingern dran. Das sollte man dann tunlichst früher machen. Heißt vollladen lassen und dann umbauen. Dass man hier noch in, sag schon, ein Förderband dran setzt. Und dann kann man hier an der Seite mit den Förderbändern hier dann kombinieren. Geht man dann hier raus, hier hoch oder hier rüber. Das geht dann alles. Dann wird er auch automatisch ausgezutscht. Fein. Ja, schön. Haben wir soweit. Ich mach mal aus und so würde es denn dann aussehen. Genau. Vielleicht kriegt man ja wieder identisch gebaut den Kastenkasteller. Farmkasteller. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Staffel wieder. Zu einer chilligen Runde, chilligen Staffel Space Engineers von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.